Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich möchte heute mit dir gemeinsam dieses schöne Pilzmotiv mit Aquarellfarben zaubern und ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Für unser Motiv starten wir jetzt mit einer Bleistiftskizze. Ich habe hier ein quadratisches Aquarellpapier und einen Druckbleistift. Und damit zeichne ich mir jetzt erstmal die Umrisse meiner Pilze auf. Ich möchte Steinpilze malen und ich möchte nicht nur einen malen, sondern direkt zwei, die so ein bisschen zusammenhängen und darunter ein bisschen Erde ist, genauso wie hier auf meiner ersten Version. Und deshalb starte ich mit dem großen Pilz in der Mitte. Den möchte ich relativ zentriert setzen und ich kann damit anfangen, erstmal das Köpfchen vom Pilz zu malen. Dafür halte ich meinen Bleistift relativ weit hinten. Damit habe ich dann nicht so einen ganz gezwungenen und sehr starren Strich, sondern wenn ich das weiter hinten halte, dann werden meine Zeichnungen viel, viel lockerer. Dann kann ich jetzt hier erstmal das Köpfchen setzen und dafür male ich einfach so eine etwas hubbelige Ellipse auf mein Papier. Anschließend möchte ich, dass man so ein bisschen unter den Pilz drunter schauen kann und deshalb setze ich jetzt noch eine zweite Ellipse ans untere Ende. Wenn ich jetzt mit der Form noch nicht ganz so zufrieden bin, weil sie mir zum Beispiel zu länglich ist und nicht hoch genug, kann ich ohne Probleme hingehen und noch ein bisschen nachjustieren, indem ich zum Beispiel jetzt einfach hier oben nochmal wegradiere und meinen Pilz noch etwas breiter nach oben mache. Als nächstes möchte ich den zweiten Schirm oder das zweite Köpfchen von meinem Pilz daneben setzen. Der soll ja wesentlich kleiner werden. Deshalb beginne ich auch hier mit so einer Art Ellipse. Die ist bei mir jetzt etwas bauchiger geworden und setze auch hier ans untere Ende noch eine weitere Ellipse an, damit es so aussieht, als ob wir drunter schauen können. Wenn ich jetzt beide Köpfchen fertig habe, kann ich auch schon den großen Stiel von meinem großen Pilz malen. Dafür beginne ich ungefähr in der Mitte von meiner unteren Ellipse und ziehe mir wieder so eine schöne, nicht zu gerade Linie nach unten, die der Stamm vom Pilz darstellen soll und kann hier im oberen Bereich das Ganze mit einer leicht nach oben gewölbten Linie noch schließen. Nach unten hin schließe ich das Ganze jetzt nicht, weil wir möchten ja später einfach nur so ein bisschen Gestrüpp unten haben, ein bisschen Erde und deshalb muss ich hier gar nichts groß vorzeichnen. Was ich aber noch vorzeichnen kann, ist der Stamm von meinem kleinen Pilz. Auch hierfür starte ich wieder in der unteren Ellipse und ziehe mir so eine leicht gebogene Linie nach unten. Damit ich jetzt hier keine Linien habe, die mich später stören, kann ich alles wegradieren, was ich nicht mehr brauche. Oder wenn mir zum Beispiel hier irgendeine Linie nicht gefällt, kann ich auch da noch mal so ein bisschen nachjustieren. Und dann haben wir unsere Skizze auch schon fertig und es kann weitergehen mit der Aquarellfarbe. Um das Ganze jetzt mit Aquarellfarben zu kolorieren, starte ich mit diesen beiden Farbtönen. Ich mache mir jetzt hieraus eine kleine Farbmischung und diese Farbmischung darf ruhig im ersten Schritt relativ flüssig sein. Das heißt, ich kann viel Wasser verwenden, wenig Pigment. Ich habe jetzt hier eh noch ein bisschen Farbe übrig, die kann ich wieder aktivieren mit meinem Wasser und habe damit auch direkt eine richtig gute helle Farbmischung. Und jetzt kann ich mit meinem großen Pinsel und der hellen Farbmischung einmal meine beiden Köpfchen, also den oberen Teil der Köpfchen, mit der Farbe grundieren. Das mache ich mit dem großen Pinsel, weil ich so natürlich jetzt sehr schnell eine große Fläche ausgemalt bekomme und dazwischen drin nicht irgendwas wegtrocknet und es irgendwelche unschönen Ränder gibt. Deshalb nutze ich da immer gerne einen großen Pinsel. Und der große Pinsel hat aber auch eine feine Spitze. Das heißt, ich kann auch hier in meine Ecken wunderbar reingehen, ohne Probleme. Das funktioniert perfekt. Und solange das jetzt hier noch nass ist, nehme ich mir ein Taschentuch, wickel das so ein bisschen um meinen Zeigefinger und tupfe mir jetzt hier im oberen Bereich
einfach so zwei kleine helle Stellen weg. Das hat den Effekt, dass ich jetzt hier automatisch schon eine leichte Struktur erzeugt habe. Ich gehe jetzt mit meinem dicken Pinsel, gehe ich nochmal in die Farbe hier rein und nehme mir aber nochmal etwas dunklere aus dem Näpfchen hier auf. Und mit dieser etwas dunkleren Farbmischung gehe ich jetzt hin und tupfe nur mit der Spitze am unteren Rand dunkle Farbe mit rein. Und dadurch, dass es alles nass ist, verlaufen die Farben jetzt richtig, richtig schön ineinander. Genau dasselbe Prinzip mache ich jetzt nochmal bei meinem kleinen Pilz. Wasche meinen Pinsel aus, nehme mir nochmal die helle Farbmischung auf, grundiere erstmal das ganze Köpfchen mit der hellen Farbmischung. Gehe wieder richtig schön hier in die Ecken rein mit meiner Pinselspitze. Schnapp mir wieder mein Taschentuch. Kann auch hier jetzt an einer oder an zwei Stellen oder wie du es schön findest, einmal reintupfen. Nehme mir wieder eine etwas dunklere Farbe, indem ich entweder hier nochmal etwas anmische oder ich kann mir zum Beispiel auch hier aus dem Näpfchen einfach mit der Pinselspitze ganz wenig rausnehmen. Das geht beides. Und dann tupfe ich hier auch nochmal schön mit der intensiven dunklen Farbe am unteren Rand entlang. Und so entstehen wunderschöne Farbverläufe, ohne dass ich irgendwie groß was machen muss. Während die Köpfchen jetzt ein bisschen trocknen können, mache ich weiter mit den beiden Stämmen. Dafür brauche ich jetzt einmal mein Braun von eben, aber auch ein ganz kleines bisschen Gelb, damit das Ganze so ein bisschen mehr in die Beige-Richtung geht und nicht genau denselben Farbton hat wie die Köpfchen selbst. Deshalb gehe ich jetzt hin. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein bisschen von dem Gelb noch drin. Nehme mir ein ganz bisschen von der anderen Seite auf und vermische das so ganz leicht ineinander. Und das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz heller Farbton. Und damit kann ich jetzt in großen Pinselzügen die Stämme so ganz leicht grundieren. Dabei achte ich jetzt aber darauf, dass ich hier an der linken Seite schon mal so ein bisschen weiß stehen lasse, damit auch hier das Ganze nachher so ein bisschen plastischer aussieht. Denn wenn ich so tue, als ob das Licht von der linken Seite, von der rechten Seite kommt, dann sollte ich natürlich auch auf der rechten Seite es etwas heller stehen lassen. Ich kann mit demselben Farbton auch ein bisschen unter die Schirme gehen, ohne dabei aber den oberen Schirm zu berühren, damit natürlich hier jetzt keine Farben ineinander laufen. Aber dann habe ich so schon mal so eine ganz leichte Grundfarbe. Damit ich hier noch ein bisschen mehr Schattierung rausholen kann, nehme ich mir meine Neutraltinte und einen ganz, ganz, ganz hellen Ton davon. Das heißt, ich muss wirklich super viel Wasser nutzen, super wenig Pigment. Und dann kann ich mit dieser ganz hellen Farbmischung nochmal an die linke Seite gehen und hier ein ganz bisschen graue Farbe schon mal mit unterbringen, um so einen ganz leichten Schatteneffekt hinzubekommen. Macht diese Schattierung aber wirklich ganz, ganz, ganz subtil und leicht, sonst sieht das nachher zu hart aus. Aquarellfarben sind ja sehr leicht und sehr fließend und sehr transparent und da sollten wir jetzt nicht mit zu harten Kanten arbeiten. Während das Ganze jetzt hier schon mal so ein bisschen weiter trocknen darf, machen wir weiter mit den Wurzeln und der Erde. Dafür können wir uns jetzt nochmal unseren Farbton von eben nehmen, aber diesmal nur dieses Sepiabraun. Denn die Erde darf jetzt ruhig ein bisschen kälter aussehen vom Braunton als die kleinen Köpfchen oben. Deshalb nutze ich nur das Sepiabraun und kann mir auch hier einmal aus meinem Kasten ein wenig hier oben in meiner Fläche einen dunklen Sepiabraun Farbton anmischen. Und jetzt ist mein Pinsel so richtig schön voll mit der Farbe. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich halte den Pinsel so ein bisschen weiter hinten am Stiel, halte den sehr flach auf dem Papier und kann jetzt, indem ich den so flach aufs Papier drücke,
solche unregelmäßigen Ränder erzeugen. Hier verläuft jetzt natürlich alles so ein bisschen ineinander, weil natürlich unsere Stämme noch nass sind. Das ist aber eigentlich ganz schön, weil dann gibt das später so einen schönen Effekt und das Ganze wirkt noch mehr wie Aquarellfarben. Und dann gucke ich einfach, dass ich die Ränder so richtig schön unregelmäßig hinbekomme. Vielleicht tupfe ich auch hier und da so ein bisschen, um diese bröckelige Erde so ein bisschen anzudeuten. Ich kann zum Beispiel auch meinen Pinsel einfach so ein bisschen trocken machen und dann so ein bisschen hier mit Schlieren arbeiten. Also mein Pinsel dann so ein bisschen den trockenen Pinsel übers Papier fahren. Dann entstehen ja solche Schlieren. Das sieht auch immer ganz cool aus. Einfach, dass das so ein bisschen organisch nach Erde aussieht. Wenn mir das Ganze so hell geworden ist, kann ich auch nochmal mit meinem Pinsel hier in mein Näpfchen reingehen und kann mit der Pinselspitze nochmal richtig dunkle Farbe aufnehmen und kann zum Beispiel ohne Probleme, solange das auch noch nass ist, so ein bisschen reintupfen, um jetzt schon so ein paar Kontraste zu erzeugen. Und das Schöne ist, solange das noch nass ist, können wir auch Folgendes machen. Du kannst dir einmal die Rückseite von deinem Pinsel schnappen und solange hier noch alles nass ist, kannst du mit wenig Druck deine Wurzeln nach unten rausziehen. Und durch diese Technik, durch dieses Runterziehen der Farbe mit dem Pinselstiel, bekommst du richtig, richtig organische, ganz feine Linien hin, die perfekt zu diesem Look von Wurzeln passen. Sollte das bei dir jetzt nicht perfekt funktionieren, das ist auch nicht schlimm. Wir können auch gleich nochmal mit einem Pinsel nacharbeiten, aber damit bekommt man natürlich so richtig schöne, feine Linien ganz gut hin. Um meiner kleinen Illustration jetzt noch ein bisschen Farbtupfer zu verleihen, möchte ich noch ein bisschen Grünzeug in meine Erde reinsetzen. Dafür nehme ich mir mein Olivgrün-Gelblich. Und einen sehr feinen Pinsel. Ich habe jetzt hier einen Nullerpinsel mit einer feinen Spitze und kann mir jetzt hier ein bisschen vom Olivgrün nehmen, den Pinsel so ein bisschen abstreifen am Rand, damit der nicht zu voll gesogen ist und kann mir jetzt hier mit wenig Druck so ein paar Zweigchen hochziehen. Das könnte zum Beispiel eine Moosart sein oder ein ganz kleiner Farn, der gerade da so ein bisschen rauswächst. Und an meine ganzen Stiele packe ich jetzt noch ganz feine Blättchen dran mit schnellen, kurzen Pinselbewegungen, damit die schön fein und dünn werden. Um mein Grünzeug jetzt noch ein bisschen zu akzentuieren, mische ich in mein Olivgrün ein bisschen von meinem Pyrrhelengrün rein. Dadurch wird der Farbton natürlich auch viel, viel dunkler. Nutze wenig Wasser, viel Pigment. Wieder den kleinen Pinsel, streife den wieder schön am Rand ab. Und jetzt gehe ich mit der Pinselspitze hin und kann jetzt so hier und da so ein paar Akzente setzen, indem ich einzelne Areale nochmal so leicht hervorhebe. Das können zum Beispiel einzelne kleine Blättchen sein, die ich dunkler mache oder einen Stiel noch mal so ganz leicht nachfahren an ein, zwei Stellen. Und durch diese ganz leichten Kontraste wird das Ganze jetzt viel, viel lebendiger und spannender. Kann auch so ein bisschen mit der hochpigmentierten Farbe noch mal in meine Erde so leicht reintupfen, an der Stelle, wo das Grünzeug sich mit der Erde verbindet. Dann bekomme ich da auch noch mal einen schönen Übergang hin. Und dann ist unser Grünzeug schon mal fertig und wir können uns noch mal um die beiden Pilze kümmern. Die sind bei mir jetzt schon richtig schön getrocknet. Das bedeutet, ich kann jetzt
noch eine zweite Farbschicht auftragen, ohne dass die Farben ineinander zerfließen. Das ist ganz cool, weil, wie du sehen kannst, trocknet Aquarellfarbe ja immer relativ hell nach. Das sah ja eben viel kräftiger alles aus. Wenn ich jetzt aber hingehe und mir nochmal die Farbmischung von eben nehme, mit diesen beiden Farbtönen, und mir da nochmal eine schöne kräftige Mischung mache, mit einem etwas kleineren Pinsel, dann kann ich hingehen und kann jetzt noch mehr Akzente setzen, noch mehr Kontraste hinzufügen. Zum Beispiel auf der linken Seite oder unterhalb der oberen Ellipse. Und jetzt zerläuft hier gar nichts mehr, sondern ich bekomme so eine richtig schöne zweite Schicht mit geraden, harten Kanten hin. Ich fahre jetzt zum Beispiel mit meinem Pinsel so ein bisschen auch hier unterhalb einmal leicht lang, damit ich da auch noch mal so ein bisschen schönen Abschluss habe. Ich kann zum Beispiel hier und da einfach auch noch mal reinpunkten in meine bereits getrocknete Farbe. Ich versuche den Pinsel sehr, sehr flach zu halten und dadurch entstehen jetzt hier wieder so komische Ränder und Formen, die ich aber bei organischen Pflanzen oder Blumen oder was man so malen kann, natürlich immer perfekt passen, weil das Ganze dann nicht zu grafisch wird, wenn ich so ein bisschen den Pinsel von alleine die Farbe übers Papier ziehen lasse. Oder wenn der Pinsel schon so ganz leicht trocken ist, dann bekommt man auch wunderschöne Schliere hin, die passen auch perfekt zu solchen organischen Formen und Färbungen. Das Ganze kann ich bei meinem kleinen Pilz jetzt auch noch machen. Dunkle Farbe auf, gehe nochmal hier so ein bisschen am unteren Rand entlang. Gebe auch vor allem auf die linke Seite nochmal relativ dunkle Farbe hinterher, weil ich so tue, als ob das Licht ja so ein bisschen von rechts oben kommt. Punkte hier ein bisschen. Kann wieder meinen Pinsel so ein bisschen trocken machen an dem Papier. Hab dann wieder schöne Schlieren automatisch, wenn ich die Farbe so ein bisschen jetzt hier rüber ziehe. Und dann gefällt mir der obere Bereich von den Pilzen schon sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich nur bei den Pilzstämmen noch ein bisschen Akzente setzen. Zum einen kann man natürlich jetzt wunderbar nochmal in die Farbmischung von eben gehen. Ich habe ja eben schon mit meinem Gelb gearbeitet und das so ein bisschen mit den Brauntönen vermischt. Das mache ich jetzt hier auch nochmal. Ich habe hier auf der Seite so ein bisschen meine Gelb- und Rottöne. Und da gebe ich jetzt noch so ein bisschen was rein und habe dann hier nochmal einen dunkleren Ton von denen, den ich eben verwendet habe. Und kann jetzt zum Beispiel hingehen und auch hier nochmal an manchen Stellen so ein paar Akzente setzen. Ein paar Punkte, ein paar ausgefranste Linien. Ich kann vor allem auch mit Linien nach unten arbeiten, die mit der Maßrichtung oder mit der Maserung von meinem Stämmen übereinstimmen. Kann den Pinsel hier und da so ein bisschen trocken machen und dann auch noch mal hier mir so ein paar Schliere ziehen. Das Ganze natürlich nicht zu dunkel, weil die Stämme sollen natürlich trotzdem sehr, sehr hell bleiben, fast schon weiß. Wenn ich irgendwo ein bisschen zu dunkel geworden bin, kann ich auch noch mal so ein bisschen mit Wasser hinterhergehen und das Ganze auch noch mal so ein bisschen wieder verflüssigen und aufbrechen. Ich gehe dann aber auch noch mal in eine Sepiafarbe rein, also in einen Braunton rein. Und hole mir auch noch mal ein bisschen von der dunklen Farbe und kann zum Beispiel auch hier und da so ein paar Macken auf die Pilzstämme setzen. Das schafft auch nochmal richtig schöne Kontraste. Kann den Pinsel auch hier nochmal schön abstreifen und dann auch hier nochmal so ein bisschen braune Schliere ziehen hier und da. Ein paar Punkte setzen, vor allem unter dem
unter dem Hütchen von unserem Pilz, da hat man ja meistens, da sind ja meistens so Lamellen, glaube ich. Da kann man das auch ganz gut andeuten, dass da halt viel Struktur ist, indem man einfach viele helle Pünktchen zum Beispiel setzt. Und dann kann ich zum Beispiel auch nochmal im unteren Bereich, da wo meine Erde ist, die ist ja jetzt auch schön schon mal getrocknet, da kann ich jetzt auch nochmal dunkleres Sepiabraun hinterher arbeiten, weil das Ganze auch wieder sehr hell geworden ist. Das heißt, ich gehe auch hier nochmal in meinen Sepiabraun, hole mir eine richtig dunkle Farbe und kann hier auch nochmal so ein bisschen Akzente tupfen. Den Pinsel zwischendurch flach aufdrücken, dann entstehen wieder so schöne unregelmäßige Ränder. Und im Zuge dessen können wir jetzt die Wurzeln auch noch mal leicht runterziehen. Dafür nehme ich mir aber noch mal meinen sehr dünnen Pinsel von eben und wieder das Sepiabraun. Streifen den Pinsel aber so ein bisschen ab, damit die schön dünn werden, die Linien. Und dann kann ich den Pinsel schön aufrecht halten und wirklich nur mit der Pinselspitze so ein bisschen ein paar Wurzeln nach unten ziehen. Die werden bei mir jetzt gerade ein bisschen hell. Die kann ich gleich noch mal ein bisschen dunkler noch ergänzen. Ich starte lieber ein bisschen heller, weil falls ich dann etwas nicht perfekt zu Anfang hinbekomme, fällt das nicht so auf. Also man kann sich immer so ein bisschen rantasten beim Aquarellieren. Und Hauptsache, das Ganze wird nach unten hin, werden die Linien so schön dünn und ausgefranst. Das sieht dann immer ganz gut aus, wenn man Wurzeln darstellen möchte. Zu guter Letzt würde ich jetzt nochmal in meine Neutraltinte reingehen und würde mir nochmal einen, ja, etwas dunkleren Ton als eben, aber nicht zu dunkel holen. Nochmal ein bisschen abstreifen und würde jetzt hier auch nochmal an manchen Stellen noch ein paar leichte Schatten setzen. Dadurch nehme ich auch dieses Gelb wieder so ein Stückchen raus, was ja eben sehr auffällig aussah. Kann ich durch diese Schattierungen das Ganze noch mal so ein bisschen natürlicher gestalten. Das mache ich bei beiden Pilzen einmal. Und zu guter Letzt gehe ich auch noch mal so richtig in die dunkle Neutraltintefarbe rein, also direkt hier ins Näpfchen mit meiner Pinselspitze und mache mir jetzt noch so ein, zwei ganz dunkle Punkte hier und da, die den Kontrast noch mal so sehr erhöhen, dass meine ganze Illustration so richtig nach vorne schießt perspektivisch. Das Ganze wirkt dann noch mal sehr, sehr, sehr viel plastischer und sehr viel kontrastreicher und lebendiger. Natürlich jetzt nicht übertreiben und überall nochmal dunkel werden, sondern wirklich nur an so ein paar Akzenten das Ganze bemessen. Und dann ist unser wunderschöner Pilz nämlich auch schon fertig. Ich hoffe, dass dir meine Pilze gut gefallen und dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt uns gerne eine positive Bewertung und abonniert sehr, sehr gerne unseren Kanal. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es nämlich ein neues Watercolor-Tutorial von uns. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmalen.